Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von AEN Castaway Challenge. Es geht weiter mit unserer Enya. Ich nehme diese Folge direkt nach der letzten auf und ja, sie hat noch aufgeräumt im Hintergrund und dann habe ich sie schlafen lassen und jetzt ist sie gerade aufgestanden und sie ist ziemlich, ziemlich angespannt. Sie regt sich immer noch auf wegen dieser Anruf, dass sie heiraten muss. Ja, wie üblich wieder machen wir als erstes unseren Garten. Und werden hier alles erledigen, alles weiterentwickeln, was es zum Weiterentwickeln gibt. Oh mein Gott, das nimmt hier kein Ende mit dem Weiterentwickeln. Das ist echt Wahnsinn. Das ist so heftig, dass alles immer glitzert und tut und macht. Also, ich glaube, das war's jetzt auch. Ich meine, ich freue mich schon drüber, aber es ist halt doch auch irgendwann zu viel des Guten. Und Honig verkaufen und hier auch nochmal weiterentwickeln. Oh mein Gott, jetzt ist doch gut. Jetzt reicht's doch mal. Und dann nicht. Okay. Ja, hoffentlich auch nicht. Und doch, da natürlich auch. Oh nein. Okay, das haben wir geschafft. Ihre Fallen hat sie auch geleert. Da ist nichts drin und da auch nicht. Okay, da gibt es noch nichts zu tun. Wir müssen jetzt die Comedy-Fähigkeit erhöhen. Ja, wie machen wir das? Wie machen wir das? Wir werden vielleicht genau unseren lieben Lover einladen. Und zwar einladen auf aktuellem Grundstück, weil das dürfen wir ja jetzt. Und wir laden unseren Ingo ein. Dann können wir mit ihm vielleicht hier diese romantische Szene üben und vielleicht sogar unsere Comedy-Fähigkeit erhöhen. Und dann machen wir danach dann wieder den Dreck weg. Und da ist er ja. Okay. Also herein. Bitten und dann werden wir auf alle Fälle. Szene aufführen, romantische Szene aufführen. Ja, wir müssen das erledigen. Wieso wollt ihr das drinnen machen? Da hat es doch so wenig Platz. Leute, echt und doch nicht im Bad. Oh mein Gott, ist der muskulös. Was hat er gemacht? Wow. Unglaublich. Ja. Und. Oh ja, ganz toll. Höre mit einem anderen Sim eine romantische Szene oder eine Horrorszene auf. Wieso eine Horrorszene? Jetzt will sie was essen. Okay, dann iss mal jetzt kurz. Er geht. Wo geht denn der jetzt hin? Der putzt hier mein Waschbecken. Ernsthaft? Was treibst du hier? Du gehst jetzt nicht an den PC. Nein, 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 nein. Wir müssen noch mal eine romantische Szene aufführen. Also es ist nur 50% erledigt. Das heißt, das Ganze mal zwei. Wieso geht die jetzt schon wieder da raus und der da? Das funktioniert doch nicht. Oh Leute, echt. Der hat doch echt einen Knall. Stopp. Stopp. Ich verstehe das gar nicht, warum sie immer rausgeht und er einfach immer nur rein. Nee, sie hinten raus und er hier ins Wasser gehen will. Meine Güte, irgendwas haben die wieder. Ja. Genau hier. Und noch einmal. Oh. Ja, es sieht gut aus. Also sie wird echt immer besser drin, muss ich schon sagen.
So, und jetzt schnappt sie gleich wieder, knutscht sie immer aufs Gleiche. Da wäre jetzt ein bisschen mehr Abwechslung auch drin gewesen. Das hätte mich gefreut, wenn es nicht immer der gleiche Ablauf gewesen wäre. Okay, Comedy-Fähigkeit. Das heißt, wir müssen ihm Witze erzählen. Witz über Sunset Valley machen. Und dann vielleicht einen schmutzigen Witz kann ich mal erzählen. Das passt doch, nee, das passt doch ganz gut. Ein Klopf-Klopf-Witz. Und dann vielleicht noch einmal eine lustige Geschichte erzählen. Komm, das kriegst du hin. Lass ihn doch nicht immer weglaufen. Annie Girard möchte vorbeikommen, abhängen. Ist das in Ordnung? Nein, jetzt gerade nicht. Open. Ja, jetzt erzählt sie hier. Baka! Und den Huhn und alles und im Raumschiff. So. 75% erledigt. Oh mein Gott, wie schön, abgeschlossen. Ja, jetzt macht die Geschichte noch. Oh, sie will ihn küssen. Das lassen wir doch mal zu. Also sie macht Romantik doch auch alleine, was ich doch echt schön finde. So. Ach so, und weil ich auch hier ja diesen Wonderful Whims habe, sollte ich vielleicht noch ein paar Sachen einkaufen gehen wegen der Verhütung und so. Oh mein Gott, denn wir wollen ja kein Baby bekommen. Zumindest habe ich das nicht vor. Wo habe ich denn das? Genau, sie kann hier zum Wonderful Store, den kann sie besuchen. Und das machen wir, das machen wir. Da geht sie jetzt ganz schnell hin. So, wir nehmen zwei Tamponpackungen. Wir nehmen mal zwei Babypillenpackungen und wir nehmen mal so Kondome. Wer weiß, für was man es braucht. Aber das holen wir uns, denn wir wollen auf alle Fälle nicht schwanger werden. Ja, also wir haben 21 Kondome, wir haben Tampons und Antibabypillepackung ist noch zu. Mhm. Wir können zweimal die öffnen, dann hat man das. Okay, alles klar. So machen wir das. Und ja, Moment. So, weiter geht's. Ja, kurze Unterbrechung hier. Sie ist zurück vom Store. Wie gesagt, sie hat es hier gekauft. Ich glaube, unser Ingo ist auch weg. Zumindest sehe ich den jetzt nicht mehr. Das heißt, wir widmen uns jetzt dem Schmutz hier. Ja, mal wieder. Alles wieder sauber machen. So ist das. Es gibt hier rund um die Insel genügend Arbeit für unsere Enya, dass sie hier alles säubern muss und ja, gibt es hier noch Dreck? Ne. Da auch nicht, da auch nicht, da auch nicht. Ja, dann können wir hier mal nach Schatz graben und ich glaube, hier können wir das auch wieder aufräumen. Meine Gute, wo bist du denn jetzt? Ich sag dir, es geht mir nicht hops mit deiner Verspieltheit hier. Hoffentlich geht das jetzt auch weg, denn da unten müssen wir auch den Dreck wegmachen. Oh ja, es verschwindet. Juhu, Fala, juhu, ja. Ernten. Sorry, wenn das jetzt so schnell geht. Nee, 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 nee. Wir müssen hier nochmal ran, habe ich dir gesagt, meine Süße. Denn das ist nicht weg. Wir müssen es sauber machen. Und wenn man das so sieht, das sieht echt heftig aus. Ja, schafft sie es, schafft sie es. Echt, jetzt will das schon wieder nicht. Ich will aber, dass das hier weg ist. Aber sowas von. Wie oft müssen wir das jetzt machen, damit es verschwindet? Ja, es hat geklappt, es hat geklappt. Oh.
Ist das schon wieder eine? Wer bist du? Wer zum Geier bist du? Blair Wilder und ein aufgehender Stern und macht natürlich dann, also wir bitten sie um Autogramm und mit Missetat konfrontieren, auf alle Fälle. Wir machen beides. Ich für dich, für dich. Also erstes holen wir ein Autogramm, Chanoi. damit sie uns das gibt. Ups, und jetzt werden wir sie mit Missetat kontrollieren, konfrontieren. Und ihr sagen, hey, hör zu, so geht es gar nicht. Hör auf, hier ständig Dreck zu machen. Wir wollen eine saubere Umwelt haben und da muss jeder mitmachen. Verstehst du das? Also, was? Ernsthaft? Die sieht es gar nicht ein? Jetzt sagt sie, ja, aber die Umwelt ist doch schon im Arsch. Da kommt sie auf das auch nicht mehr drauf an. Und jetzt verschwind, lass mich in Ruhe. Ich werde es weitermachen. Und sie sagt jetzt, hey, pass auf. Du kriegst einen Arschtritt. Wir haben schon Freitag. Echt jetzt? Oh mein Gott, ich hätte ja den Auftritt verpasst. Also gut, wir gehen wieder mit. Da und wir müssen wieder frisieren und schminken. Okay, ich zähle mit Costa und jemanden tratschen. Können wir mit dir auch tratschen? Wieso muss ich mich jetzt dir freundlich vorstellen? Kannst du mir das jetzt mal sagen? Dich kennen wir schon. Dann können wir doch mit dir tratschen. Tratschen. So. In Badeklamotten. Na klar, warum denn auch nicht? Wird die immer dünner oder meine ich das nur, dass die dünner wird? Die guckt aber skeptisch. Eigentlich dachte ich, wir kennen die schon, aber ich weiß jetzt nicht, kein Plan. So. Hey, schneid uns nicht zu viel ab. Und wie sieht sie aus? Naja, ich habe jetzt gedacht, da kommt so Punk oder sowas raus. Das wäre ja echt voll cool gewesen. Aber soll die nicht sein? Okay. Ja, irgendwie habe ich gerade einen kratzigen Hals. Du, jetzt tratscht sie hoffentlich, oder? Und dann müssen wir das Kostüm anziehen und ein Kompliment machen. Könnten wir das auch noch machen? Freundlich und dann vielleicht Kompliment über Outfit machen. Bisschen abnehmen könntest du mal, ne? Also du bist schon hier ein bisschen übergewichtig, wenn ich das jetzt mal sehe. Okay. Na, so toll sieht es jetzt auch nicht aus. Und jetzt muss sie dann auch noch pieseln. Ich dachte, du machst ihm ein Kompliment. Okay, dann geh mal pieseln. Szene mit Coaster einstudieren. Okay. Dann werden wir uns mal lustig vorstellen. Dann kommst du. Stell dich mal lustig vor. Und dann Szene einstudieren und dann könnten wir doch hier ihn jetzt ein Kompliment machen, oder? Ich denke, dann machen wir ihm ein Kompliment über das Outfit, sagen, ey, steht dir echt gut. Ich weiß gar nicht, warum das komisches Gesicht hat. Warum sieht er so komisch aus im Gesicht? Ja, ich weiß nicht. Die sehen alle so irrsinnig aus. Sagst du ihm jetzt bitte in was? Ja, hallo? Holy Glanvush.
Du sollst ihm ein Kompliment machen. Warum machten die das nicht? Also es ist echt so Mäusemelken manchmal. Kompliment über Outfit machen. Jetzt fängt die an, Gitarre zu spielen. Die hat doch einen Knall. Ich nehme jetzt dann die scheiß Selbstständigkeit weg, was ich eigentlich schade finde. So. Jetzt müssen wir die Notizen erhalten. Gut. Dann gib mir die Notizen her. Echt jetzt? Also es tut mir leid, Leute, aber ich muss sie jetzt echt einmal zurücksetzen. So. Und jetzt hol dir die Notizen. Also irgendwas hat er jetzt wieder rumgesponnen. Wow. Was auch immer. Kein Plan. So. Ja, die Notizen bitte. Und dann sagen, dass du bereit bist. Wir werden das Scheiß doch jetzt schon wieder das. Echt jetzt? Hatten wir den Mist nicht schon gehabt? Wieso ist sie jetzt verängstigt? Enya hat Angst. Warum? Das weiß keiner. Okay. Nein. Na, also. Ich kann die Geschichte erzählen. Hobby. So. Riskant flirten. Ja, Umzugsmeldung von mir aus. Das sieht so eklig aus mit seiner Gesichtsbemalung. Das gibt's doch gar nicht. Ja, und dann erzählen wir riskant Witze und riskant küssen. Ja, ich mache das jetzt im Schnelldurchlauf. Ich würde sagen, der Auftritt ist gelungen. Und ich denke, wir haben Gold gekriegt. Ich hoffe es zumindest. Haben wir hier auch eine Dusche? Natürlich nicht. Aber dann gehen wir mal Hände waschen und Zähne putzen und Hände waschen, damit es wenigstens ein bisschen hilft. Und dann können wir hier ein Gericht nehmen und mal was essen. Und wir bleiben mal noch ein bisschen auf dem Grundstück, ja. Zumindest mal, bis sie gegessen hat, denn ich möchte schon, dass es jetzt hier was isst. So, wunderbar. Ganz am Anfang, kann ich mich noch erinnern, war das wirklich so, dass wenn sie den Auftritt hatten, dass sie dann das Kostüm noch angehalten hatten. Da konnte ich dann immer gute Bilder machen von den Sims mit ihren Kostümen. Das war echt cool. Leider geht das nicht mehr. Ja, so sehr schön. Ja, die sind alle zu unbekannt hier, ne? Ja, von der brauchen wir nicht nochmal was. Von ihm auch nicht. Okay. Dann würde ich sagen, dann reisen wir wieder nach Hause. Ja, wir sind wieder angekommen. Ich gucke jetzt nochmal, ob hier rundum noch Dreck liegt. Nein, liegt nicht, Gott sei Dank. Dann überprüfen wir unsere Fallen. Oh, die hat die Falle nicht präpariert. Und da ist auch nichts drin. Auch nichts. Auch nichts, okay. Oh. Was ist denn da passiert in unserer Abwesenheit? Gab es da wieder einen Vulkanausbruch und ich habe es nicht bemerkt? Ach du Schande. Sowas aber auch. Und natürlich hier automatische Lichter. Alle Lichter. Habe ich vergessen hier auszumachen. Oh mein Gott, das geht gar nicht. Und Sandy habe ich auch schon wieder vergessen, den Ton auszustellen, wie immer. Hier, Fehler passieren. Hast du das jetzt... Du sollst die Falle präparieren und dich nicht stechen lassen. Süße, ich weiß nicht, was das immer soll, dass du hier das nie machst, wenn man was zu dir sagt und du das ständig abbrichst. Zumindest hat das jetzt mal funktioniert. Haben wir jetzt noch was in unserem Inventar? Wir können jetzt die Ananas mal da reinstecken. Das da auch und das da auch. Und wir haben noch ein Autogramm gekriegt. Ja,
Ja, und wir haben ja hier jetzt Platz. Dann würde ich dieses Autogramm nehmen von Blair Wilder. Von Blair Wilder haben wir noch kein Autogramm. Ja, das legen wir einfach mal dahin, würde ich sagen, oder? Das passt doch ideal da vorne hin. Wunderbar, perfekt. Also von Blair Wilder haben wir jetzt auch hier. Sie hat automatisch eine Antibabypille genommen. Seht ihr das? Vorhin stand noch 28 da, jetzt steht nur noch 27 da, 24, ja klar. Wie bescheuert. Wir werden jetzt hier stricken, Strickkleidung, und wir werden noch einen Babystrampler stricken. Wir wissen nicht, was wir bekommen, falls wir jemals schwanger wären, ob Junge oder Mädchen. Und Eishörnchen, ich weiß nicht, ob ich ein Eishörnchen möchte. Ich möchte aber auch nicht so eins. Einen roten will ich auch nicht. Dunkelroter Babystrampler, grün-roter. Wir nehmen doch dieses Eishörnchen. Ja. Gibt ja sonst keine Alternative mehr. Also machen wir ein Eishörnchen. Rambler, ja. Auf alle Fälle, Enya. Naja, da ist sie. Ja, wir brauchen noch eine ausgezeichnete Strickarbeit. Das wird sie ja wohl hinbekommen. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, ob es dann erledigt wäre. Das wäre ja so schön, wenn sie dann ihr Bestreben erfüllt hätte. Dann könnten wir ein anderes wählen. Das wäre ja so genial. Guckst du jetzt noch Fernseher nebenher? Nee, wir wollen aber auch keinen Fernseher gucken. Denn wir wollen einfach hier. Oh mein Gott, und sie ist müde. Okay. 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 Nein. Also glaubt mir das. Sie macht echt, was sie möchte. Sich selbst vor dem Spiegel zu beruhigen versuchen. Okay. Also machen wir irgendwann. Du gehst dann bitte schlafen. Ich hoffe, jetzt hat es endlich Ruhe. Und, ja, wie weit bist du denn mit deinem Stricken? Noch ein bisschen, komm. Zack, zack. Wir wollen doch das Bestreben fertig machen. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Oh Gott, wir müssen 5 Strickarbeiten für wohltätige Zwecke spenden. Okay. Und dann Level 10 der Strickfähigkeit erreicht. Das heißt, wir haben Level 9. Uns fehlt nur noch ein Level. 5 legendäre Strickarbeiten abschließen und einen anderen Sim im Stricken unterrichten. Okay. Dann schauen wir mal, wie wir das hinbekommen. Ja. Wieso machst du jetzt nur ein Nickerchen? Lauf mir nicht da rein. Das ist nämlich voll übel. Ich glaube, wenn sie da reinlaufen, dann verbrennen die oder verbrennen sich. Echt jetzt? Schon wieder die Scheißbienen? Ich könnte kotzen. Ich könnte echt kotzen mit den Scheißbienen. Warum sind die immer nur aufgebracht? Das geht mir so auf den Senkel. Echt. Ich hasse es, dass die Scheißbienen einen immer angreifen müssen. Und das ist so unrealistisch, dass sie 1 bis 2 Mal am Tag die Sims angreifen. Normale Bienen. Geh nie in Schwärme auf die Menschen los. Die stechen nur, wenn sie sich angegriffen fühlen. Und die macht ja gar nichts. Die kümmert sich um ihren Garten und dann. Ach, was soll ich sagen? Wenn EA was macht, dann macht sie halt nur Scheiße. Oh, wie schön. Was sehe ich denn da? Das sind ja Quallen. Oh mein Gott, ist das schön. Ja, da. Sieht man schon ab und zu echt tolle Sachen. Ein Seestern. Okay, und es liegt wieder Müll rum. Dann einmal aufräumen. Wir müssen immer so viel arbeiten, damit die Insel sauber bleibt. Oha, sieht aus wie eine versunkene, wie ein Teil von einer versunkenen Stadt. Oh nein, bist du süß. Was? Cameron Shapiro. Oh mein Gott, die baut hier lauter
Sandskulpturen. Oh mein Gott. Wie schön. Ja, aber wir sind ja eigentlich da, um die Insel sauber zu machen, ne? Okay, wo müssen wir denn jetzt hin? Also da war nichts. Da ist auch nichts zum sauber machen. Okay, da liegt auch kein Dreck. Da mal wieder. Ja, es ist halt echt immer das Gleiche, ne, mit dem Aufräumen. Aber das machen wir natürlich, denn man will ja schon auch, dass es sauber ist. Also zumindest mache ich das so. Aber wenn ich was sehe, dann räume ich es auf. Mir ist es dann schon auch wichtig. Und ich denke, Enya wird es auch so wichtig sein. Das würde mich stören hier hinten. Echt? Das stört mich echt ungemein, dass das da so und dass man da nichts machen kann. Ja, leider, leider, leider. Enya, da macht sie gleich weiter. Ja, das sieht auch nicht gerade so toll aus, ne? Das sieht auch so aus, wie wenn das hier dreckig runterkommt, irgendwie. Ich habe keinen Plan. Aber ganz gesund sieht es nicht aus. Oh. Enya, nimm uns mal mit. Wir wollen mal mit. Mal gucken, ob da wieder so ein Störenfried kommt. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Snurb! Ja, jetzt ist sie wieder sauer, weil da schon wieder so Zeug da liegt. Wäre ich auch, ganz ehrlich. Wenn ich das jeden Tag wegmachen müsste aufs Neue und das ist dann wieder da dran und es geht auch wieder nicht weg. Dann tät es mich schon auch ankotzen, ganz ehrlich. Hätte ich auch keinen Bock drauf. Nimm mal lang, guck mal, wir haben noch schon Samstag. Es das heißt nur noch bis Sonntag und jo, dann haben wir es ja geschafft. Ich beende jetzt den Part. Und dann machen wir an dieser Stelle das nächste Mal weiter. Also sie sieht wirklich nicht glücklich aus, ganz ehrlich. Und ich kann es verstehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr schaut auch das nächste Mal wieder rein, wenn es wieder mit Enya weitergeht. Über ein Like würde ich mich freuen und natürlich auch ein Abo, falls ihr noch keins habt. Wenn ihr nebendran die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr auch keine weitere Folge mehr. Schaut auch in der Videobeschreibung nach. Ich werde von dem Kanal Die Sims Suchtis das Video mit den Regeln verlinken. Und ihr findet auch noch viele weitere YouTuber von der Sims YouTuber Community mit Herz. Auch da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Die machen auch super tolle Let's Plays. Discord-Server findet ihr auch. Da würde ich mich freuen, wenn ich euch dort begrüßen dürfte. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, schönen Mittag, schönen Abend. Je nachdem, wann ihr diese Folge anschaut. Tschüss.